Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21. Jo. Schön, dass ihr wieder reinguckt und es ist schön, mal wieder zu zocken. Und es ist 5.19 Uhr, das heißt, wir haben einen ganzen Tag vor uns und in 3 Tagen ist wieder Horde. So, ich überlege jetzt, wie es ich hier am sinnvollsten weitermache. Was haben wir denn da oben stehen? Gar nichts. Was gibt's denn hier? Das müssten wir abgeben. Das müssten wir abgeben. Und hier müssen wir säubern in 2,1. Das ist ganz auf der anderen Seite. Und die hier müssten wir eigentlich auch abgeben. Sollten wir mal wieder nach Hause fahren. Ne? Stufe 2. Gut. Wir räumen aber noch ein bisschen auf. Logischerweise erstmal alles hier weg. Ich habe noch einen Haufen Zeugs hier. Okay. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Nochmal kurz. 44er Magnum kann ich im Moment auch noch nicht gebrauchen. Wo habe ich denn die Money? Naja, da nicht da. Da habe ich die Money. 44er Magnum. Magnum, wie auch immer. So, dann haben wir Essen und Trinken. Wir haben Säure, wir haben da das. Wir haben sogar einen Motor. Der Motor könnte man auch hier lassen. Könnte man. Das kann hier bleiben. Dann haben wir unsere Schiene. Einmal Honig. Wir haben noch eine Schiene. Und fünfmal die. Einmal die. Und unsere Dietrische. So, Aromats und Verbund. Dann machen wir das da rein. Und das Chemie. Das Chemie, ja. Ich habe ja noch keine Chemiekiste. Werde ich irgendwann einrichten. Wir haben jetzt, aber habe ich jetzt keinen Bock zu. Zählt als Rohmatz und Verbund. So, dann haben wir unsere die. Aber einen Apotheke hatten wir doch, hatten wir nicht? Keine Apotheke? Habe ich, ach, Futter und Heilzeugs. Ja. Ich brauche keine zwei, da reicht einer. So, und somit sind wir eigentlich wieder gut gewappnet für die nächste Mission, falls ich die hier dann machen werde. Was haben wir hier noch? Eine Topfpflanze, wie niedlich. Pflanzen. Topfpflanze. Ja, ich könnte es aber auch eben mal irgendwo hinstellen. Könnt ihr mal unten gucken. Nee, wenn dann hier unten, da gehe ich auch runter. Genau. Stell die hier rein. Irgendwann kommen hier noch schöne Möbel rein und ja, und Fernseher und. Naja, jetzt dreht er völlig ab, ich weiß. So, dann machen wir hier noch ein bisschen was rein. Da kann der Lehm einschmelzen. Oder wir machen ein bisschen Blei rein. Schadet nichts. Wir brauchen aber auch wieder Eisen. Wir könnten aber auch Eisen mal wieder schmieden. Dann haben wir die auch schon. Und dann ab zum, ja, hier ist Gästezimmer. Mhm. Hier ist das Zimmer für Akrobatik. Hört sich auch falsch an. Egal. So, wo haben wir denn das Fahrrad? Hier hatten wir wieder schön zugemacht. Habe ich noch was im Fahrrad, bevor ich jetzt wieder losdüse und nie. 6 Uhr macht er auf, passt. Sehr schön. Ja, ich überlege trotzdem mal wieder nach Hause zu fahren. Hier alles mitzunehmen und dann mit meinen. Was muss ich denn als nächstes bauen? Chemiestation, glaube ich. Die Station. Und mal gucken, dann nehmen wir alles mit an. Fahre ich denn rum? An Mats, die wir zu Hause brauchen. Und dann fahren wir mal wieder zurück. Werde ich aber kurz unterbrechen. Die Trecker habe ich festgestellt. Die bringen auch sehr viele. Enorm viele. Mats, hab ich's bald. Wahnsinn, ne? Gigantisch.
Okay, schön, dass hier so viele Türen sind, aber ich nehme das Moped mit, Moped, ja, das Fahrrad mit. Muskelmoped. Und ja. So, die hatten wir ja noch. Die hatten wir ja mittlerweile leer, ja, genau. Hier war ja auch nichts drin. Ja, Stoff. Lehm. Ja, komm, dann nehmen wir das jetzt mit. Und berührt. Nehmen wir auch noch mit. So. Everything's for sale, even to an idiot Wähle like me. eines. Rohrbombe-Jagdgewehr, Kneipenschlägerei. Würde ich mal gern wieder die Pakete nehmen, ne? Jagdgewehr. Ich höre Schritte. Ja, ich habe richtig gehört. Inventar, habe ich hier irgendwas, was ich dir verkaufen kann? Nee. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ne? Hast du irgendwas, was ich kaufen möchte? Kann ich mehr. Oh, guck mal, das Honig. 240. Komm, ich nehme die mit. Ich habe zwar noch Zeugs. Gedämpfte Verbindung. MP5 30er Magazin 56er Fernschaden. Ja. Wirksame Reichweite ist die AK besser, ne? Okay. Gut, Klingenfalle, aber ich habe immer noch keinen. All that damn gawking at Ja, komm, goods gib mir noch and eine that's all Aufgabe. you buy? Wir können ja mal graben gehen. I don't Wir like könnten you, mal but eine I'd say it's Grabungsmission time. machen. Ist ich aber jetzt wieder. Nee, komm, weißt du, was wir machen? Ich fahre jetzt in meine. Hier. In meine Dingens, in mein Haus. Und dann fahren wir heim. Geht's mal in der Gegend. Meine, hier waren wir jetzt lang genug. Händler ist beschäftigt. Genau, das machen wir auch. Ist ja früh am Tag. Grabungsmission, die machen wir dann ein andermal. So. Macht das Fahrrad nicht kaputt, das brauchen wir noch. Jetzt machen wir hier schon mal rein, was wir auf jeden Fall mitnehmen werden. Das werde ich auch zu Hause erst aufmachen. Der Lehm kann hier bleiben, kann nicht zu Hause. Aber das Zeug hier, Öl, das kommt wieder hier runter. Die lasse ich auch hier, weil hier will ich ja noch einen Tausammler bauen. Ja, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist die Muni, die Kohle und das Essen und das. Das, das und das. So. Gut. Und den Rest verteilen wir jetzt erstmal. Beziehungsweise machen wir hier noch den Rest an davon rein. An davon. Oh ja. Unbedingt. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir sowieso mit. Ja, die lassen wir zu. Gucken wir zu Hause, haben wir gesagt. Dann kann das hier erstmal laufen. Haben wir ja schön ein bisschen was gebaut hier, ne? Ja, das geht noch weiter. Hier kommt dann irgendwann noch irgendwas hin. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Gibt es hier was, was ich mitnehmen könnte? Jetzt vielleicht, was macht denn die Pistole hier drin? Was für einen Garten? Die, ja, Kaffee brauchen wir auch nicht. Kürbisse. Pilze, Kürbisse, Kartoffel, ja, komm, Essen. Die nehmen wir mit, brauchen wir für die Chemiestation.
Hier müssen wir gucken. Das kann eigentlich alles hier bleiben. Bis auf das Öl. Die gehen mit, die Maschinengewehrteile gehen mit, die Gewehrteile bleiben hier. Kohle nehmen wir mit. Muni nehme ich, glaube ich, komplett mit, oder? Ich habe gar nicht mehr viel. 762er sehe ich gerade. 44er kann auch mal hier bleiben. Dann nehmen wir den Mats mit für die Munition zu bauen. Wir nehmen den Motor mit. Die Knüppelteile, ja. Den Stahlknüppel möchte ich natürlich zeitnah herstellen, wie Stahlwerkzeuge auch, aber die kann ich, glaube ich, noch gar nicht. 762er, da muss ich jetzt gucken. Da habe ich jetzt wirklich nicht mehr viel. Da habe ich die alle weggeballert. So, die Werkzeuge können hier bleiben. Das kann hier bleiben. Schrot kann auch hier bleiben. Schrotflintenteile auch. Bewegliche Brille brauchen wir auch nicht. Das können wir verkaufen. Er kann aber auch jetzt erstmal hier bleiben. So, Futter und Heilzeugs. Ich nehme mal die halbe Portion hier mit. Hier nehmen wir auch was mit. Wir können ja zu Hause wieder kochen. Die Lachsdose. Die Nudeln für die. Aber ich nehme hier alles mit. Ich muss noch dran denken, wenn ich wieder rüberfahre, dass ich dann auch wieder einen Teil. Die würde ich auch gerne mitnehmen. Die würde ich aber auch gerne mitnehmen. Jetzt geht's schon los. Gut, das machen wir dann zu Hause. Lütbret machen wir dann 12 wieder zurück. Die würde ich nämlich gerne. Den Honig nehme ich mit. Die Hühnersuppe könnten wir eigentlich benutzen. Oh, die haben wir auch keine mehr hier. Okay. So, die lassen wir hier. Ich glaube, drüben habe ich welche. Aber 16. Ja. Okay. Das Schlimme ist, jetzt kommt hier das Zeug. Ich wollte ja eigentlich Stahl auf jeden Fall mitnehmen. Okay. Die bleiben dann eben hier. Dafür geht das mit. Die Scheinwerfer. Ach, dann Lehm kann auch hier bleiben. Was soll ich denn damit? Die Lampen. Aber hier das mechanische Teil, da muss ich mitnehmen. Gehen die noch? Die gehen noch. Die bleiben auch hier. Das können wir sammeln. Die Elektroteile. Können wir herstellen zur Not. Puh, was ist mit den Pflanzen? Maissamen. Maissamen bleibt hier und dafür nehmen wir mit. Nägel kann ich auch herstellen. Kann ich zu Hause machen. Ah, den Sprit vielleicht, ha? Wo sind die jetzt hin? Ah, ja, Sprit hat man sowieso schon. Der steckt. Oh. Da hat einiges gesteckt. Auch gut. Beton können wir machen. Nitrat kriegen wir noch mit. Nehmen wir auch mit, ja. Ölschiefer wäre auch nicht schlecht. Obwohl. Doch, das ist gut. Kleber geht nicht mehr. Was haben wir hier? Thunfisch. Nudeln. Ja. Handkleber können wir auch anfertigen. Mit Knochen genug können wir doch. So, alles klar, der Rest bleibt. Da ist eh nichts mehr drin, außer ein paar Sachen für den Händler. Und so mache ich mich jetzt auf den Heimweg. Werde ich natürlich offline machen. Heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, schon sind wir zu Hause. Ratzfatz ging das, ne? Hoppla. Oh, kein Schaden. Oh ja, er hat Opa wieder Bäume gepflanzt. So, wir sind in unserer alten Heimat. Das finde ich doch schon mal irgendwie, ja. So, wunderschöne Hütte hier. Gut, ganz kurz ausräumen. Aber ich überlege gerade, was kann ich jetzt mal auch kurz... Ach komm, Quatsch. Werkzeug. Aber keins. Werkzeug, Mods und Teile. So, hier haben wir Teile. Da müssen wir gleich mal gucken.
was wir hier bauen können. Elektro. Haben wir da nichts sonst? Nee. Chemie haben wir bestimmt auch was. Jawohl. Verbund. Alles, was mit Verbund zu tun hat. Ah, hier haben wir noch jede Menge Nägel drin und Zeugs. Nahrung. Ich mache jetzt mal alles rüber. Muss man dran denken. Mir gleich wieder Mechanik, Kfz. Da kommt das auf jeden Fall rein. Und das hier. Habe ich wieder eine Kiste gemacht für Restmats? Nee. Habe ich nur Mods, Teile, Nahrung, Elektro, Waffen, Munition, Apotheke, Mechanik? Achso, hier habe ich ja meine alles mögliche Kiste. Genau. So, das wieder hier hoch. Das werden wir mal öffnen. Was kommt raus? Schmelztiegel, ich kann Stahl herstellen. Das ist gut. So, ich bräuchte mal was zu trinken, glaube ich. Ne? Da habe ich ja hier noch. Mal gleich mal reintun. Und Hunger hat der Junge. Dose von Hundefutter. Ja, komm. Hühnersuppe. Die ist auch für sonst nichts gut. Oh, hier hatte ich noch Fischtacos. Die nehmen wir mal mit. Das kommt rüber. Könnte manchmal einen reintun. So, hatten wir hier noch. Was haben wir? Guten Kuchen. Ne, ach, hier haben wir noch. Ach, die sind richtig gut. Da würde ich die jetzt mal mitnehmen. Die bringt nämlich tatsächlich 80 Gesundheit. So, wir haben zu trinken, wir haben zu essen. Wir haben Waffen, Munition, wir haben unseren Honig. Apotheke hatte ich hier aber separat, gell? Genau. Kommt das rein. Warum auch immer, hat er jetzt nicht gemacht, was ich will. Okay, 5 von denen. 5 von denen ist eigentlich auch zu viel. Wenn ich da mal eins brauche, habe ich wieder Platz mehr. Tablette haben wir. Honig haben wir. Zu trinken haben wir. Die nehmen wir auch. Nur eine mit. Reicht völlig. Können wir bei Berlin nicht verkaufen. So, Munition. Ja, Munition muss ich aufpassen. Da habe ich jetzt hier gar nicht mehr so viel. Hatte ich mittlerweile eine Kiste auf Munition. 7,62er. Sehr schön. Damit sind wir versorgt. Einmal aufräumen. Genau. Panzerbrechende Robotikmunition. Ja, jede Menge Schrot. Robotikgeschützturm. Okay. Ich habe immer das Gefühl, es fehlt noch was, aber es sieht eigentlich gut aus. Ne? Heilmittel, Muni, Essen, Trinken. Gut. Händlerkiste hatte ich hier. War aber leer. Gut. Pflanzen. Apropos Pflanzen. Ich müsste mal ernten gehen, ganz kurz. Ne? Komme ich hier noch durch? Ja. Ah, Mac-Schubsi. Kaffee. Yucca. Aloe, genau. Da kann ich mich meine Verbände selber machen. Gut, zweimal. Immerhin. Ich überlege, ich glaube, ich skill das dann doch nochmal. Ich bin ja so ein Gärtner-Fan hier in dem Spiel. Samen. Und, da haben wir auch noch. Yucca. Denn ich brauche dann doch mehr von dem Zeug, dass ich kann die Samen auch herstellen, ne? So, dann mal das, das und das und das. Und den Kaffee. Jawohl. Schön. Ja, mein Spielplatz hier hinterm Haus, der bleibt auch schön. Dass ich immer noch nicht weiß, wie man diese Löcher jetzt zubekommt, das ist schade. Muss ich mal probieren, ob das irgendwie geht. Gut, die Pflanzen sitzen. Die räumen wir jetzt auch noch weg.
Das sind. Ach so, ich habe ja hier noch Samenkörner, oder? Nee. Yuccafrucht. Ah, Moment. Von den Sachen, die ich, von denen ich was herstellen kann, die würde ich ja besser hier reintun, ne? Da muss ich noch mal gucken. Aloe Creme war das und die hier, ne? Aloe Vera? Ne, Aloe Creme, genau. Ach, gibt nur zwei Stück, da brauche ich vier Blätter. Gut, macht aber nichts. Und in Verbindung mit Verband, Verbandkasten, Erste-Hilfe-Verband, genau. Ah ja, genau. So war das. Gut. Kann dann erstmal laufen. Ja, skillen. Skillen würde ich dann tatsächlich gerne schon nochmal den. War das vom Landleben? Das war vom Landleben, aber es war hier, ne? Verdreifache die Ernte. Was brauchen wir hier? Standfestigkeit Level 5, da haben wir erst 3. Wir haben hier Punkte 3. Hier 5. Wahrscheinlich gibt es Wichtigeres, aber jetzt kriege ich immer schön 3 Pflanzen und kann dann meinen Garten auch schön erweitern. So, soweit so gut. Hier war noch Beton drin. Nehmen wir noch raus. Hier war noch was drin. Ne, war nichts drin. Hier ist Zement. Und da ist. Lassen wir auf jeden Fall. Oh, wir haben 22 Minuten schon. Ja, wenn man hier rumwuselt, dann läuft die Zeit. Wir haben Eisen und haben Lehm. Können wir geschmiedetes Eisen machen? So, mal gucken, was kostet mich der Kiegel? 100 geschmiedete Eisen. Mach mal verfolgen. Oh, 1200 Steine. Die werde ich jetzt mal nicht gerade da haben, ne? Ne, wir haben keine 1200, wir haben 2000. Das ist ja unglaublich. So, dann brauchen wir, was ist das? Öl. 20 Öl. 20 Öl. Haben wir auch nicht, wir haben nur 43. So, dann beenden wir mal das mit den Verbänden. Zwei Stück. Wo wir jetzt eigentlich gut versorgt sind damit. So, was brauchen wir noch? 100. Aber hier 100 Verbund. Ah ja. Stückeln will gelernt sein. 20 mechanische 900 Lehm. Da muss ich Lehm sammeln. Lehm habe ich keinen 900. Nee, ich habe 2000. Das ist Kunst für sich, gell? Ja, okay. Scherz. Okay, gehen wir mal kurz an die Apotheke. Ich brauche jetzt natürlich nicht die ganzen Verbände mitnehmen. Aber wir haben jetzt tatsächlich hier wieder zwei. Das ist auch gut. Von den Tabletten haben wir genug. Sollte ich die auch mal öfter verwenden? Die geben sehr schnell Leben zurück, ne? Aber ich glaube, die können auch nur. Bedingt ver Quatsch. Verwendet werden. Ne? Wo ist denn jetzt da? Da ist er. So, den Stoff machen wir dann auch wieder in die Apotheke, aber die brauchen wir ja dann. Sobald wir mehr Aloe haben, kriegen wir auch mehr Verbände. So, was fehlt denn hier noch? Die mechanischen Teile. Mechanische Teile sind eigentlich mittlerweile hier. Wir sind 20. Und wir können bauen den Schmelztiegel.
Ziegel. Werkbank natürlich. Als Ziegel. Super, wir können Stahl herstellen gleich. 5 Minuten. So, die Steine. Machen wir so. Gut, machen wir heute ein bisschen rum. Eierrunde. Oder wie ich sie nennen soll, keine Ahnung. Fertigen wir noch 1000 Sand. Zement. Haben wir schon mal gleich gute Voraussetzungen. Stopp, Sand. Wir brauchen ja auch Steine für den Beton. Wir brauchen Sand. Bruchsand. Mischen. Jawohl. Läuft. Zement machen wir hier hoch. Hier haben wir nochmal Zement hergestellt. Der läuft immer noch. Das ist gut. So, dann nehmen wir das mal rüber und mischen nochmal Beton. So, das wieder zurück. Das auch. Zement müssen wir dann wieder herstellen. Ah, lecker, lecker, lecker. Haben wir noch Stein hier drin? Ein bisschen. Ja, wird nicht viel. Müssen wir mal Steine einschmelzen. Steine haben wir ja noch ein paar. Habe ich die jetzt wieder weggeräumt? Da habe ich die dabei weggeräumt. Genau. 1700, das ist gut. Das gibt eine Menge Zement. Und es sieht aus, als wäre es draußen mal wieder neblig, ne? Schnell, bin viel. 50 kann schon mal laufen. Auf geht's. Stein rein. Und hier müsste Eisen rein. Haben wir noch Eisen? Ich glaube nicht, ne? Aber 500. Alles klar. Muss ich auch Moment, geschmiedeter Stahl, Eisenlehm. Ah, da warte ich jetzt mal. Mache ich jetzt keine geschmiedeten Eisen mehr. Die brauchen wir zwar auch immer noch, aber nicht mehr so viele. So, okay. Zeit ist jetzt eh um. Dann könnte ich mal eben noch gucken, was brauche ich für die Chemiestation. Messbecher Hammer, nochmal geschmiedet um 100, 3 Kochtöpfe und 5 Säuren. Ah, die 5 Säuren, die waren das Problem, ne? Chemie. Wir hatten aber Säure mitgebracht. Haben wir die hingemacht? Haben wir Säure mitgebracht? Frag ich schon, wo ich die hingemacht habe, ne? Ja, gar keinen Sinn. Da ist es doch. 3. Ah, ja, wir brauchen Säure. Wir können die Chemiestationen nicht bauen. Das war das Problem. So, haben wir noch irgendwelche Samen? Körner? Jede Menge Töpfe. Haben wir keine mehr. Okay. So, wie sieht's aus? Essen, Trinken sieht sehr gut aus. Ja, da werde ich in der nächsten Folge mal hier den Händler wieder aufsuchen. Das könnte man eigentlich noch machen. So viel Zeit haben wir noch. So, sollen wir die mal verfolgen, so als Erinnerung, dass wir uns um die Säure kümmern. Ist neblig, aber nicht ganz so schlimm. Fahren wir mal kurz hier rüber, da muss ich glaube ich noch was abgeben, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Da geben wir noch schnell ab. Ne, langsam. Oh, da habe ich auch noch was drin, habe ich vergessen rauszuholen. Mal gleich. Ist im Prinzip alles, was wir behalten könnten eigentlich.
Anteil werden wir mehr zurückgeben. Aber der hat auf jeden Fall natürliche Antibiotika. Es wird immer besser. Brutfinde, nee. Nee, geschmiedeter Stahl. Kann ich jetzt selbst herstellen. Das heißt, ich könnte Antibiotika mitnehmen. Damit sind wir eigentlich sehr gut versorgt. Da müsste Verbindungsmod, angepasste Fittingsmod, die sind gut. Kosten. Wasserreinigung. 1000er. Ich habe ja nicht, ich habe ja noch Geld drüben. Ja, komm, ich nehme die mit. Und wir nehmen noch eine Aufgabe. Stufe 4, wir könnten mal wieder eine 4er machen. Das wäre ganz gut. Machen wir in der nächsten Folge. Irgendwas in der Nähe. Boah, die sind aber recht weit. 4er bei Nacht. 800 Meter. Jack's Lumber Mill. Aha, die kennen wir. Lange her, aber. So. Nichtsdestotrotz. Kommen wir mal kurz heim. Und laden nochmal aus. Aber das Ausladen erspare ich euch. Was ich mal noch mache, ich nehme noch einen Baum mit. Einen von diesen, weil die werde ich auch hier nicht mehr hinsetzen. Die bringen eigentlich Probleme mit der Performance irgendwann. Hier noch kurz mit. Ich muss mir Kaffee herstellen. Wir brauchen Kaffee. Kaffee ist gut, ja, Kaffee ist sehr gut. Wo sind wir? Ja, okay. Alles klar. Bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.